Daten. Wir kommen zunächst zu weiteren Reaktionen, darunter die eben besprochenen Freien Wähler, die ja vermutlich in die Regierung eintreten werden. Die Grünen, die mit 17,5% ein herausragendes Ergebnis erzielten, aber vermutlich in der Opposition landen. Und mit Stimmen der AfD, die nun im 15. Bundesland vertreten ist. Wir sehen hier zwei glückliche und dankbare Spitzen, das Spitzenduo, weil wir uns natürlich immer noch sehr freuen über unseren wirklich historischen Sieg, den wir gestern eingefahren haben. Wir haben ja gemeinsam drei Ziele ausgerufen als Grüne. Wir wollten zweitstärkste Kraft werden, da kann man einen Haken dahinter machen. Wir wollten zweistellig werden, auch da kann man einen Haken dahinter machen. Und wir wollten die absolute Mehrheit der CSU brechen und auch das ist uns gelungen. Darum hatten wir gestern Abend eine sehr schöne Wahlparty, hat es uns sehr gut hat uns alles sehr gefreut. Und vor allem sind wir Grüne auch sehr dankbar. Wir sind dankbar über das große Vertrauen von den Bürgerinnen und Bürgern, die sie an uns und an unsere Themen und vor allem auch an unseren Haltungswahlkampf geschenkt und gegeben haben. Und wir nehmen diesen Auftrag und diesen Wunsch nach Veränderung natürlich auch sehr ernst. Denn der gestrige Abend, dieser Landtagswahlergebnis, hat Bayern ja schon jetzt verändert. Weil die Menschen eine Veränderung gewählt haben. Sie haben eine andere Politik gewählt und sie haben auch, wollten eigentlich eine andere Regierung haben. Wir sind zweitstärkste Kraft geworden und das ist klar, dass dieser Veränderungsdrang oder der Veränderungswunsch in der Bevölkerung, den kann man jetzt nicht einfach so zur Seite schieben. Und ich finde auch, dass man den Wunsch des Wandels nicht mit einem einfachen Weiter so begegnen kann. Wenn ich es ein bisschen genauer ausführen darf, zeigt ja dieses Ergebnis von uns sehr deutlich, dass wir nicht nur in den Städten großartige grüne Ergebnisse eingefahren haben. In München sind wir zum Beispiel zur stärksten Kraft geworden. Ludwig Hartmann hat die 6 Direktmandate schon angesprochen. Aber, das ist vielleicht für Sie auch noch interessant, wir sind auch im Land durchgängig stark. Wir haben im Schnitt 15% in allen kleineren Gemeinden geholt, ja? Das zeigt also sehr deutlich, wir Grüne sind in allen Bereichen gewachsen, haben Stimmen auch aus den verschiedensten Lagern, wenn man es so nennen will, geholt. Wenn ich nochmal auf die Chart verweisen darf von gestern Abend, die Wählerwanderung von SPD und CSU haben wir roundabout gleich viel zu uns rüberziehen können. Und was uns natürlich als Grüne auch besonders freut, sehr viele Nichtwählerinnen und Nichtwähler haben dieses Mal uns gewählt.